Es existieren tausende und abertausende Videospiele, aber nur wenige davon schaffen es, ihr Genre oder gar die ganze Branche nach vorne zu treiben. GoldenEye 007 von Rare und Nintendo war so ein Spiel, als der Ego-Shooter im August 1997 auf dem Nintendo 64 erschien und die Videospielwelt für immer veränderte. Dabei grenzt es fast an ein Wunder, dass Rare mit diesem Titel solch einen Erfolg verzeichnen konnte. Die Lizenz war billig zu haben, das Budget niedrig und das Entwicklerteam bestand aus 9 absoluten Branchenneulingen, die davor kein einziges Spiel programmiert hatten. Und doch, GoldenEye veränderte das Genre der Ego-Shooter und setzte Maßstäbe. Welche Hürden dabei von den Entwicklern gemeistert werden mussten, werde ich in diesem Video beleuchten. Ich liebe GoldenEye 007 auf dem Nintendo 64, habe es damals als Knirps unzählige Stunden gespielt und, wenn man ehrlich ist, ist dieses Video auf meinem Kanal längst überfällig. Also dann, ich bin der Andi, ihr seid auf Spielewelten und das ist die Geschichte eines Meilensteins. Das ist die Geschichte von GoldenEye 007. Bevor wir uns im Namen Ihrer Majestät in die Vergangenheit begeben, möchte ich kurz über den Sponsor des heutigen Videos sprechen. Da ich ein Gaming-Kanal bin, freut es mich, dass ich euch mit World of Warships ein Spiel vorstellen kann, das ihr völlig kostenlos sowohl auf dem PC als auch auf der PS4, PS5 und den Xbox-Konsolen spielen könnt. In dem taktischen Free-to-Play-Titel übernehmt ihr die Kontrolle von mächtigen Kriegsschiffen und bestreitet spannende 9-gegen-9 Schlachten gegen andere Spieler. Ihr könnt euch aber auch mit euren Freunden zusammentun und gegen Bots kämpfen oder in besonderen PvE-Modi zeigen, was für ein Captain in euch steckt. Und damit ihr direkt loslegen könnt, habe ich euch 2 Codes in die Artikelbeschreibung gepackt. Mit dem ersten Code können PC-Gamer direkt loslegen und sich zudem auch noch ein paar Goodies wie 500 Dublonen, 2 Millionen Kreditpunkte, ein Stufe 4 Schiff und einen Captain mit 6 Fertigkeitspunkten sichern. Und das Coole ist, einen Premium-Account gibt es für 7 Tage on top dazu. Aber keine Bange, auch Consoleros können mit dem zweiten Code GETYOURCONTENT einsteigen und sich auf PS4, PS5 und Xbox-Konsolen coole Goodies sichern, wie die 3 Schiffe Samson, Mikasa und Smith. Einen 7-Tage-Premium-Account gibt es auch für euch obendrauf. Genug Zeit, das Spiel ausgiebig zu testen. Ich habe das Spiel auf der PS5 gespielt und muss sagen, dass es für einen Free-to-Play-Titel extrem hochwertig umgesetzt ist und mir nach World of Tanks, das ich vor Jahren gespielt habe, sehr viel Spaß gemacht hat. Also, wenn ihr euch als Schiffskapitän versuchen und gleichzeitig meinen Kanal supporten wollt, dann klickt auf den Link in der Videobeschreibung und sichert euch die Goodies auf PC und Konsolen. Vielen Dank an World of Warships für das Sponsoren dieses Videos. Und nach all der Wasser-Action geht's jetzt erstmal ins Jahr 1982. Obwohl GoldenEye das wohl berühmteste James Bond-Spiel ist, ist es bei weitem nicht das erste. Bereits in den 80er Jahren wurden viele Bond-Lizenzversoftungen umgesetzt, wobei das erste Abenteuer eigentlich ohne offizielle Bond-Lizenz erschien. Das 1982 veröffentlichte Text-Adventure Shaken But Not Stirred, also zu Deutsch geschüttelt, nicht gerührt, versetzte ZX Spectrum Gamer in die Haut des berühmten Geheimagenten, auch wenn Namen nicht verwendet werden durften. Das erste offizielle Bond-Spiel hieß ein Jahr später einfach nur James Bond 007 und war ein Multiplattform-Titel von den Parker Brothers, der auf dem Atari, dem Commodore 64 und dem ColecoVision zu Hause war und in den folgenden 7 Jahren durch mehrere andere Bond-Spiele abgelöst wurde, die sich aber allesamt im Mittelmaß bewegten und eher als typischer Lizenzkram abgestempelt wurden. Erst 1990 konnte das Adventure Operation Stealth von Interplay von sich reden machen, kam aber auch wie Shaken But Not Stirred ohne offizielle Lizenz daher. Die gab es erst, als der Titel viel positives Feedback sammeln konnte und dann doch noch mit Bond-Lizenz re-released wurde. Anfang der 90er war Bond dank Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton und vielleicht auch David Niven und George Lazenby ein absolutes Phänomen, das es mit einem Spin-off auch in die Kinderzimmer geschafft hatte. In der Zeichentrickserie James Bond Jr. war Bonds Neffe auf Verbrecherjagd, was 1991 bzw. 92 Umsetzungen auf dem NES bzw. SNES mit sich brachte. Natürlich hatten diese nicht viel mit dem Original zu tun, aber das Interessante ist, dass die NES-Umsetzung von Eurocom entwickelt wurde, die die Bond-Lizenz ab dem Jahr 2000 übernehmen und schließlich auch zu Grabe tragen würden. Aber hey, das ist eine ganz andere Geschichte.
1993 bekam das Sega Mega Drive ein weiteres relativ durchschnittliches Bond-Spiel mit James Bond 007 The Duel spendiert. Das Jump'n'Run erfüllte erneut die Klischees. Es war ganz okay, nicht schlecht, aber auch nicht sonderlich gut. Reiner Lizenzkram eben. Und da der letzte Bond-Streifen zu dem Zeitpunkt schon 4 Jahre her war und die Bond-Spiele allesamt im besten Fall Action-Titel von der Stange waren, ergab es sich, dass Nintendo sehr günstig an die Lizenz kam und sich diese 1994 einsackte. Was die Verantwortlichen bei Nintendo dazu getrieben hatte, sich eine Filmlizenz zum nächsten großen Bond-Spielfilm zu sichern, wissen wohl nur Miyamoto und Co. selbst. Aber die weitere Vorgehensweise nach erfolgreichem Erwerb der Lizenz wurde mit niemand geringerem als Tim Stamper abgestimmt, seines Zeichens einer der Gründer des in England ansässigen Entwicklerstudios Rare und 1994 mit einem grafisch sowie spielerisch opulentem SNES Jump'n'Run zu weltweitem Ruhm gelangt. Sonderlich begeistert zeigte sich Tim Stamper aber nicht, da Lizenzspiele zu der Zeit keinen sonderlich guten Ruf hatten. Aber es war nun mal ein Auftrag, den er ungern liegen lassen wollte. Der Rare-Chef reiste mit einer ersten Idee nach England zurück, aus dem Spiel einen 2D-Plattformer auf Basis der Donkey Kong Country Engine zu machen. Aber ein junger Programmierer namens Martin Hollis hatte andere Pläne. Und hier muss ich einen Cut machen. Es ist jetzt notwendig, etwas genauer auf Martin Hollis einzugehen, da er das Spiel maßgeblich beeinflussen und GoldenEye zu dem Spiel machen sollte, das unser aller Kindheit geprägt hatte. Mit nur 22 Jahren bekam Hollis einen Job bei Rare. 1993 stellte ihn die Hitschmiede ein, da er über ausgeprägte Kenntnisse der Unix-Programmiersprache verfügte und mit dem Auf- und Ausbau der Silicon Graphics Systeme beauftragt wurde, die Rare erst kürzlich für ein kleines Vermögen erworben hatte. Kurz danach wurde Martin Hollis zum zweiten Programmierer befördert, als er neben Tim Stamper an der Arcade-Fassung des Kampfspiels Killer Instinct arbeitete. Die Nähe zu seinem Boss sorgte letztendlich dafür, dass Martin Hollis 1994 seine Nase an Nintendos Angebot mit der Bond-Lizenz bekam und Tim Stamper mitteilte, dass er durchaus Interesse an dem Projekt hatte. Jedoch stellte er eine Bedingung. Martin Hollis wollte aus dem James-Bond-Spiel einen Action-Titel in dreidimensionaler Grafik machen und es für den SNES-Nachfolger entwickeln, der damals noch als Project Reality die Runde machte. Hollis selbst war ein großer Fan vom 1994 erschienenen Virtual Cop oder einem beliebten PC-Spiel namens Doom. Daher erstellte er ein Design-Dokument, was erste Ideen zum allgemeinen Game-Design, Waffen, Gadgets oder Charakteren beinhaltete. Daraufhin bekam er den Zuschlag und absolute kreative Freiheit gab es obendrauf, was aus heutiger Sicht eine echte Sensation ist. Ein absoluter Newbie, der gerade einmal ein Jahr bei Rare als Programmierer gearbeitet hatte, bekam die Möglichkeit, sein eigenes Spiel zu kreieren. Damit schlug Rare sogar 2 Fliegen mit einer Klappe. Sie konnten Nintendo eine Zusage erteilen und sich damit auch Gelder sichern und gleichzeitig Entwickler ihr eigenen nennen, die sich mit der neuen 3D-Hardware auseinandersetzten, was definitiv eine Investition in die Zukunft darstellte. Martin Hollis begann im Januar 1995 die Produktion des Titels, indem er die ersten klugen Köpfe in sein Team holte. Dabei griff er aber überraschenderweise nicht auf die erfahrenen Angestellten innerhalb des Unternehmens zurück, sondern holte sich ebenso Frischlinge ins Team, wie er selbst einer war. Mit Mark Edmonds und Carl Hilton stießen 2 Talente hinzu, die selbst erst kürzlich einen Vertrag bei Rare unterschrieben hatten. Edmonds war gelernter Programmierer, der sich mit unterschiedlichen Systemen und Programmiersprachen auskannte, aber zuvor nie an einer Spieleentwicklung beteiligt war, und Hilton war Architekt, was Martin Hollis dazu bewog, ihn mit der Aufgabe zu betrauen, Levelumgebungen zu entwerfen, die seiner Meinung nach in ein Bond-Spiel passten. Außerdem gesellten sich Brett Jones und Duncan Botwood zu Hollis. Jones war Charakterartist, während Botwood sich für das Leveldesign verantworten und Mark Edmonds bei der Programmierung unterstützen sollte. Da Rare zu der Zeit aber noch keine finale Ultra 64-Hardware zur Hand hatte, startete das Team an einer Onyx Workstation und ließ sich vom bereits genannten Virtual Cop von Sega inspirieren, das in den Arcade-Hallen große Erfolge feierte. Da Hollis und sein Team nicht wussten, zu welchen technischen Möglichkeiten Nintendos kommende 64-Bit-Maschine fähig war, kam ihnen die Idee eines On-Rail-Shooters wie Virtual Cop gelegen, da sie das Spielgeschehen so fest in ihrer Hand hatten. Wenn Bond sich auf Schienen durch Umgebungen bewegte, die sich an den Film anlehnten, konnten sie selbst bestimmen, welche Assets in bestimmten Momenten auf dem Bildschirm angezeigt werden sollten, ohne dabei die Hardware unnötig auszulasten.
Und während Hollis und Edmonds an der Engine werkelten, besuchten die übrigen drei Teammitglieder das Filmset. Bewaffnet mit einer Kamera machten Botwood, Jones und Hilton von allem Fotos, was ihnen vor die Linse kam. Der Architekt Carl Hilton nutzte dann die Aufnahmen, um die verschiedenen Umgebungen so originalgetreu wie möglich nachzubauen, ohne dabei Rücksicht auf spielerische Gegebenheiten zu nehmen. Brad Jones orientierte sich hingegen an Kostümen und anderen Requisiten, die teilweise aus ihrer eigenen großen James-Bond-Sammlung stammen, um die ersten Gegner-Designs zu erstellen. Bevor Nintendo mit ersten handfesten Informationen rausrückte, musste das Team auf eigenen Wegen kreativ werden, auch was die anfängliche Steuerung des Titels anging. Laut eigenen Quellen modifizierten die Entwickler einen Sega Saturn-Controller, um einen früheren Prototyp ihres Bond-On-Rail-Shooters zu steuern. Alles, was sie damals wussten, war, dass der neue Controller einen analogen Stick bieten würde, ideal, um in ihrem Bond-Spiel das Fadenkreuz zu steuern und so die Gegner gezielt unter Beschuss zu nehmen. Im Verlauf des Jahres bekam Rare dann einen ersten Prototypen des Controllers gestellt. Dieser war aber laut Aussagen der Entwickler streng geheim, weswegen er in einer fest verschlossenen Box geliefert wurde, die zwei Löcher aufwies. In diese konnte man seine Hände durchstecken, um den Controller ausprobieren zu können, wie sich Programmierer Mark Edmonds in einem Interview zurückerinnerte. Ende des Jahres veranstaltete Nintendo ihre eigene Shoshinkai-Messe in Japan, auf der einige Informationen zur kommenden Konsole verkündet wurden. So wurde das Ultra 64 in Nintendo 64 umbenannt und auch der Controller wurde in seiner finalen Form der Öffentlichkeit präsentiert, inklusive erster spielbarer Version von Super Mario 64 und Kirby. Andere Spiele, unter anderem GoldenEye, waren in kurzen Trailern zu sehen. Wer hier genau hinschaut, erkennt übrigens, dass die gezeigte Version des Spiels noch als On-Rail-Shooter daherkam. Die fließenden Bewegungen des Geheimagenten deuten auf Schienen an, auf denen man sich bewegte. Aber das gezeigte Material war auf der bereits genannten Onyx Workstation entstanden und lief also nicht auf der vorgestellten N64-Hardware. Diese bekam Rare nämlich erst Anfang des Jahres 1996, was aber niemanden so richtig störte, da Nintendo die Konsole verschoben und Rare damit mehr Zeit gegeben hatte, an dem Spiel zu arbeiten. Und das, obwohl der Spielfilm mit Pierce Brosnan bereits Ende 95 in die Kinos kam. Somit verfehlte Nintendo den zeitgleichen Release des Spiels mit dem Film, aber wenn wir ehrlich sind, gab es zu dem Zeitpunkt des Filmstarts nicht einmal ansatzweise etwas, was man als fertiges Spiel bezeichnen konnte. Die Engine stand, ja, darüber hinaus war aber noch gar nichts fertig. Und das, was Hollis und Edmonds in den vergangenen 12 Monaten programmiert hatten, musste Anfang 96 von der Workstation auf die N64-Hardware übertragen werden. Neben den Levelumgebungen waren zu dieser Zeit nur die Charaktermodelle fertig, die Brad Jones modelliert hatte. Um dem Spiel mehr Realismusgrad zu verleihen, entschied sich das Team, eine moderne Motion-Capture-Technik zu verwenden, die auf magnetischen Trackern basierte. Duncan Botwood, einer der Programmierer, wurde dann mit den Magneten verkabelt und spielte Dutzende Animationen nach, die allesamt für Haupt- und Nebencharaktere sowie Gegner verwendet wurden. Ganz besonders waren dabei die zahlreichen Sterbeanimationen, die für damalige Verhältnisse einen bahnbrechenden Realismusgrad erzeugten und so in dem Genre bisher nicht gesehen waren. Die ganzen Bewegungen realistisch nachzuahmen, gestaltete sich aber deutlich schwieriger, als man es von heutigen Motion-Capture-Aufnahmen her kennt. Der Anzug, den Botwood damals verwendete, war am ganzen Körper verkabelt und hing zudem an einer Empfängereinheit dran, die fest an der Decke montiert war. Eine falsche Bewegung und Duncan Botwood würde die gesamte Motion-Capture-Technik von der Decke reißen. Und da das Budget von vornherein schmal war, stand dem Team auch keine Möglichkeit zur Verfügung, professionelle Darsteller für die Gesichter der Charaktere zu engagieren. Klar, die aus dem Film bekannten Figuren waren ihren echten Vorbildern nachempfunden, aber bei den unzähligen Soldaten, Wachen und anderen NPCs mussten die Entwickler erneut kreativ werden. So kam es, dass Brad Jones jeden aus dem Team im Spiel verewigte und dabei auch auf andere Personen zurückgriff, die sich zu der Zeit in der Nähe des Teams tummelten. Handwerker, Post- und Pizzaboten, sie alle wurden als NPCs in GoldenEye verewigt. Der wohl bekannteste ist aber mit Abstand Dr. Doak, ein Charakter, der Bond bei einem Nebenziel hilft und das Antlitz sowie den Namen von David Doak trägt, der später zum Team dazustoßen sollte. Das Entwicklerteam brauchte einen Doktor und Doak war Doktor der Biochemie, also erlaubte man sich den Spaß und ließ Dr. Doak als Charakter im finalen Spiel.
Als das Team dann rund um Martin Hollis Anfang 96 die finale N64-Hardware bekam, stellten die Entwickler fest, dass sie technisch mehr aus dem Spiel holen konnten, als es auf der Onyx Workstation der Fall war. Dieser Umstand brachte sie auf eine weitere Idee, die das Spiel maßgeblich verändern sollte. Sie trafen die Entscheidung, aus GoldenEye einen waschechten Ego-Shooter zu machen, der es Spielern erlaubte, sich frei in den Levels zu bewegen. Ganz so, wie es bei Doom der Fall war, ein Spiel, das vom Entwicklerteam nach Feierabend gerne im Netzwerk gespielt wurde. Dies hatte aber zur Folge, dass die gesamte Struktur des Spiels überarbeitet werden musste. Karl Hilton musste unzählige Details entfernen und auch die Texturen in den Levelumgebungen herunterschrauben, um sicherzustellen, dass das Spiel weiterhin flüssig lief. Als Verstärkung stießen Anfang 96 weitere Teammitglieder hinzu, die aber auch keine bis wenig Erfahrung in der Programmierung von Videospielen hatten. So brachte Martin Hollis den Biochemiker David Doak ins Team, der kurz zuvor einen Vertrag bei Rare bekam und nun damit beauftragt wurde, beim Leveldesign mitzuhelfen und die Gegner-KI zu entwickeln. Mit Steve Ellis gesellte sich ein weiterer Programmierer dazu, der Mark Edmonds unterstützen sollte, das Spiel fertig zu bekommen. Und mit Graham Norgate bekam das Projektteam einen Komponisten, der es sich auf die Fahne geschrieben hatte, Soundeffekte zu kreieren und für den Soundtrack des Spiels zu sorgen. David Doak begann dann damit, die von Carl Hilton geschaffenen Levelumgebungen in klassische Spiele-Level umzuwandeln, indem er Start- und Endpunkte festlegte, Gegner platzierte und, wahrscheinlich mit am allerwichtigsten, verschiedene Missionsziele ausarbeitete. Inspiration suchte er sich dabei bei Super Mario 64, wie er in einem Interview erklärte. Das Team wollte zwar einen Ego-Shooter à la Doom erschaffen, aber spielerisch sollte mehr geboten werden, als nur Gänge auf der Suche nach Türkarten abzuklappern. Mario 64 war da mit den verschiedenen Sternen das perfekte Vorbild. David Doak entwarf diverse Aufgaben, die der Spieler erledigen musste, wie etwa das Levelende zu erreichen, bestimmte Dinge zu finden oder sogar zu vernichten, meist unter Einsatz verschiedener Bond-Gadgets, wie der berühmten Laser-Armbanduhr. All das musste er meistern, während sich ihm intelligente Gegner in den Weg stellten, die Kugeln aus dem Weg sprangen, Alarme auslösten oder hinter Ecken und Kisten Deckung nahmen. Um GoldenEye aber für die breite Masse zugänglich zu machen, entschied sich das Team für unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, die aber einen gewissen Kniff mitbrachten. Spielte man das Spiel auf niedrigeren Schwierigkeitsstufen, waren auch die Missionsziele sowie die Gegnerintelligenz reduziert. Das hatte den positiven Effekt, dass GoldenEye einen immensen Wiederspielwert bot. Schaffte man ein Level auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad, war die Motivation groß, das Level auf einer schwereren Stufe nochmal anzugehen, einfach nur um herauszufinden, was die Mission zusätzlich von einem verlangte. Dieses Gameplay-Element sollte das Spiel sowie alle Bond-Nachfolger als auch das hauseigene Perfect Dark maßgeblich beeinflussen und sich auch in Doaks Timesplitters-Reihe wiederfinden. Zusätzlich wurden Schleichpassagen integriert, die die Herangehensweise als Geheimagent fördern und die Atmosphäre im Spiel unterstreichen sollten. An Kameras konnte man sich vorbeischleichen oder diese mit gezielten Schüssen komplett ausschalten. Zudem konnten Feinde ungesehen per Kopfschuss niedergestreckt werden, was dann keinen Alarm auslöste und Ärger vermied. Ein kleines, aber feines Gameplay-Element, das in einem Ego-Shooter zur damaligen Zeit selten Beachtung fand. Aber nicht nur in Sachen Missionsdesign stand Nintendos Vorzeigeklempner Pate, sondern auch in Sachen Steuerung. 1996 gab es keinen Standard, was Konsolen-Ego-Shooter anging. Und während sich Umsetzungen diverser PC-Klassiker wie Doom oder Wolfenstein auf SNES und anderen Konsolen mit D-Pad sehr hölzern steuern ließen, bot das N64 den sagenumwobenen Analogstick, den das Team unbedingt als zentrales Element einbinden wollte. Nur wie? Schnell entschied sich das Team dafür, die Steuerung so aufzusetzen, dass sich jemand, der Super Mario 64 spielte, zurechtfinden konnte. Daher wurde der Analogstick des Controllers zur generellen Bewegung des Doppel-Null-Agenten genutzt, was dazu führte, dass der rückliegende B-Knopf perfekt den Waffenabzug simulierte und als solcher umgesetzt wurde. Mit den 4 C-Knöpfen oder dem digitalen Steuerkreuz konnte man nach oben oder unten schauen sowie nach links und rechts strafen, etwas, das PC-Gamer von ihrer Tastatur her kannten. Mit L und R wurde ein Fadenkreuz eingeblendet, das präziseres Zielen ermöglichte, wohingegen ein starkes Auto-Aim-Feature den Erfolg im Spielgeschehen garantierte. Wen das störte, der konnte den Auto-Aim in den Optionen aber auch deaktivieren.
Des Weiteren durften mit dem A-Knopf Waffen und Gegenstände gewechselt werden, während der B-Button zum Nachladen oder als Aktionsknopf diente. Und ja, wie erwartet, war die Steuerung anfangs gewöhnungsbedürftig. Wie gesagt, es herrschte 1996 noch kein Standard. Aber je länger man spielte, umso mehr Sinn machte das Layout. Wer mochte, durfte auch andere Layouts ausprobieren und in den Optionen einstellen. Das Team implementierte sogar eine Dual-Stick-Steuerung, indem man einen zweiten N64-Controller anschloss, was damals zwar verrückt klang, rückblickend betrachtet aber irgendwie seiner Zeit voraus war. Während sich also Carl Hilton und David Doak mit dem Level- und Missionsdesign befassten, Bea Jones und Duncan Botwood am Charakterdesign und Motion Capturing dran waren und Steve Ellis und Mark Edmonds damit bemüht waren, alles auf ein N64-Modul zu pressen, überblickte Martin Hollis als Creative Director das Geschehen. Graham Norgate war für den Sound verantwortlich und kreierte sowohl die Soundeffekte als auch die Musik zum Spiel. Jedoch arbeitete er gleichzeitig auch an Blastcore, was ihn dazu bewog, seinen Kollegen Grant Kirkhope um Hilfe zu bitten. Kirkhope, damals ebenfalls frisch zu Rare gestoßen, hatte kurz zuvor die Musik von Donkey Kong Land 2 fertiggestellt und sah sich nun mit der Aufgabe konfrontiert, eine Hälfte des Soundtracks für GoldenEye zu komponieren. MGM hatte Nintendo jedoch nur die Rechte an der bekannten Titelmelodie von Monty Norman eingeräumt, was beide Komponisten vor eine Herausforderung stellte. Die Musik sollte die Atmosphäre des Films einfangen, durfte aber keine offiziellen Melodien beinhalten und musste letztendlich maximal 700 KB nicht überschreiten, weil der restliche Platz des 12 MB Moduls für das Spiel vorgesehen war. Somit teilten sich Kirkhope und Norgate die Arbeit, indem jeder eine Hälfte des gesamten Soundtracks schrieb. Erschwerend kam hinzu, dass sie in der ersten Hälfte des Jahres 96 keinerlei bewegte Bilder zu sehen bekamen, da das Team damit beschäftigt war, das Spiel auf dem N64 zusammenzusetzen. Hollis übermittelte lediglich Levelbeschreibungen auf Papier, auf dessen Basis Norgate und Kirkhope die Musik schreiben sollten. Erst später bekam Norgate bewegtes Material zu sehen, als Kirkhope bereits wieder abgezogen wurde und an einem Spiel arbeitete, das zu Banjo-Kazooie werden sollte. Und dieser Umstand hat mich sehr beeindruckt. Ich meine, die beiden mussten die Musik quasi blind komponieren, was einfach unglaublich ist, wenn man bedenkt, wie gut der Soundtrack letztendlich geworden ist und wie perfekt die Musikstücke zu den einzelnen Level passen. Für mich spricht das einfach für die unglaublichen Fähigkeiten der beiden Musiker bei Rare. Aber auch der Rest des Teams hatte Unglaubliches geleistet. Sie arbeiteten an komplett neuer Hardware, bewegten sich zudem in einem Genre, das auf Konsolen eher stiefmütterlich behandelt wurde, und hatten dennoch die Passion, ein Spiel zu erschaffen, das der Bond-Marke gerecht wurde. Das hatte jedoch zur Folge, dass 80-Stunden-Wochen an der Tagesordnung waren. Martin Hollis sagte einmal selbst, dass er die ganzen 2,5 Jahre, die das Spiel brauchte, um fertig zu werden, nonstop 80 Stunden in der Woche gearbeitet hatte, wovor ich einfach nur meinen Hut ziehen muss. Aber Rare ließ sie machen. Das Team bekam komplette kreative Freiheit und alle Zeit, die sie brauchten. Der Parallelrelease zum Film war sowieso in die Hose gegangen und als das N64 Ende 96 dann letztendlich in Japan und den USA erschien, war GoldenEye noch nicht fertig. Anstatt aber ein unfertiges Lizenzspiel zu veröffentlichen, ich guck auf dich Superman 64, gestartete Nintendo und auch die Führung von Rare dem Team, GoldenEye in Ruhe zu Ende zu entwickeln, was noch über 8 Monate in Anspruch nehmen sollte. Im Verlauf des Jahres 1996 formte sich das Projekt zu einem waschechten Ego-Shooter, der inhaltlich an die Filmvorlage angelehnt war, jedoch auch Missionen und Level bot, die im Spielfilm nur am Rande erwähnt wurden. Die zahlreichen Missionsziele und Schwierigkeitsgrade sorgten für Wiederspielwert, die neue Steuerung hob das Spielgeschehen auf eine neue Stufe und die lebensechten Animationen von Freund und Feind waren ein bisher nicht dagewesenes Feature in Ego-Shootern, zumindest auf Konsole. Kurz gesagt, GoldenEye 007 begann Aufmerksamkeit zu erregen. Das Team rund um Martin Hollis nutzte aber die ihnen gegebene Zeit, das Spiel zu verfeinern und Dinge einzubauen, die zwar nicht notwendig waren, aber das Spiel am Ende bereichern sollten. Da MGM ihnen eine großflächige Nutzung der Lizenz zugesichert hatte, bauten sie 2 Bonuslevel ein, die von den Bond-Klassikern Moonraker und Leben und Sterben lassen inspiriert wurden. Außerdem dachte das Team über Cheats nach, die weiterhin zum Wiederspielwert beitragen sollten, denn die Freischaltung der Cheatcodes war daran gebunden, wie schnell man Levels abschließen konnte.
Leider fielen aber die offiziellen Namen der Waffen irgendwann im Verlauf der Entwicklung der Schere zum Opfer. Dies hatte wohl diverse Gründe, wie ich unterschiedlichen Quellen entnehmen konnte. Zum einen wollte Nintendo verhindern, dass in dem ohnehin schon brutalen Ego-Shooter mit echten Waffen auf Menschen geschossen wurde. Und zum anderen, und hier liegt wohl der Hund begraben, durfte Rare die Namen wohl aus lizenztechnischen Gründen nicht verwenden, wie einige der Entwickler in Interviews erzählten. So tragen die Waffen daher alle Fantasienamen, die zwar an die der Originale erinnern, jedoch die Namensrechte nicht verletzen. Aus Bonds Walter PPK wurde zum Beispiel die PP7 und die Kalaschnikow wurde zur KF-7 Sowjet. Ganz kurios wird's aber bei der KLOP, dem seltsam aussehenden Maschinengewehr. Das wurde nämlich nach Ken Lopp benannt, einem damaligen Mitarbeiter bei Nintendo of America und Rares Kontaktmann bei der Entwicklung von GoldenEye. Lopp hielt dem Team rund um Hollis oftmals den Rücken frei, unterstützte die Idee, aus dem Unreal-Shooter einen normalen Ego-Shooter zu machen und war einer der ersten, die an einem zusätzlichen Feature Interesse zeigte, das sich im Team abzeichnete. Und wenn Hollis und Co. ausnahmsweise nicht an GoldenEye entwickelten, verbrachten sie die kurze freie Zeit nach eigener Aussage sehr gerne mit Bomberman, wo sie sich auf der Couch waghalsige Duelle mit 4 Spielern lieferten. Ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will, oder? Steve Ellis, einer der Programmierer, brachte den Vorschlag an, diesen Multiplayer-Spaß, den sie bei Bomberman hatten, in GoldenEye einzubauen, indem sie einen 4-Spieler-Multiplayer ins Spiel integrierten. Anfangs skeptisch fragte Martin Hollis seinen Kollegen, ob er es wirklich hinkriegte, denn die Veröffentlichung des Spiels stand in absehbarer Zeit bevor. Steve Ellis bejahte und hatte nur wenige Tage später eine frühe Version fertig, die es 2 Spielern erlaubte, gegeneinander in einem kleinen, in sich geschlossenen Level zu kämpfen. Das Team war begeistert und mit Carl Hiltons Hilfe, der weitere Multiplayer-Karten baute, gelang es Steve Ellis schließlich in nur 4 bis 6 Monaten einen funktionierenden 4-Spieler-Multiplayer zu entwickeln. Dabei arbeiteten sie inoffiziell nach Feierabend an der Bonusdreingabe, da sie sich nicht sicher waren, ob die Chefetage und Nintendo den Multiplayer-Modus abnicken würden. Als sie den Mehrspielermodus dann den Verantwortlichen bei Rare präsentierten, passierte genau das, es hagelte Kritik. Die Entscheidungsträger bei Rare waren nicht sonderlich überzeugt davon, dass ein Multiplayer-Modus, wo man den Ausschnitt des Mitspielers zu sehen bekam, funktionieren würde. Steve Ellis Bemühungen wurden als Blödsinn abgetan, aber das Team hielt an der Idee fest. Was bei Bomberman funktionierte, würde auch bei GoldenEye funktionieren, da waren sie sich sicher. Bald drauf entstand ein regelrechter Schwarzmarkt bei Rare, wie David Doak einmal erzählte, denn das GoldenEye-Team verteilte ROMs ihres Spiels an andere interne Abteilungen und Entwicklerteams. Bald wurde in den Pausen und nach Feierabend überall der Multiplayer gespielt, was ein weiteres Anzeichen dafür war, dass der Modus auch beim Endkunden einschlagen dürfte. Grünes Licht für die Implementierung in das finale Produkt kam aber erst von Nintendo selbst, die das Potenzial darin sahen und die 4-Spielerfähigkeiten ihrer Konsole in den Multiplayer-Partien erkannten. Steve Ellis durfte sein Baby ins finale Spiel packen. Nur MGM war bei der finalen Abnahme nicht begeistert, als sie feststellten, dass das Team andere Bond-Charaktere in den Mehrspielermodus gepackt hatte. Neben Pierce Brosnan waren auch Sean Connery, Roger Moore und Timothy Dalton auswählbar. Aus Sorge, dass es Ärger mit Sean Connery hageln würde, da sein damaliger Vertrag keine Versoftung als Videospielfigur vorsah, verbot man seitens MGM die anderen Bond-Charaktere, was dazu führte, dass GoldenEye vor Release ein letztes Mal überarbeitet werden musste. Zumindest durfte die Golden Gun Scaramangas Colt aus dem Film Der Mann mit dem goldenen Colt im Spiel bleiben und Teil eines unfassbar lustigen Mehrspielermodus sein, den meine Kumpels und ich damals pausenlos gespielt haben. Als im Mai 1996 die E3 in Los Angeles stattfand, zählte GoldenEye zu den absoluten Besuchermagneten am Nintendo-Stand. Jeder, der das Spiel ausprobierte, hatte ein wenig Übung mit der Steuerung und dem Controller nötig, aber sobald dies in Fleisch und Blut überging, gab es kein Halten mehr. Die Presse veröffentlichte einen positiven Vorschauartikel nach dem anderen und die anfängliche Skepsis über das 007-Lizenzspiel, das 2 Jahre nach dem Film erscheint, wich absoluter Begeisterung.
Am 23. August 1997 erschien GoldenEye 007 nach 2,5-jähriger Entwicklungszeit endlich in Japan und wurde 2 Tage später in den USA veröffentlicht. Rare und Nintendo lieferten knapp 1 Million Einheiten an den Einzelhandel aus, was sich als zu wenig herausstellte, denn das neue Bond-Abenteuer war nach nur wenigen Tagen restlos ausverkauft. Das neue Spiel der Hitschmiede schlug direkt ein wie eine Bombe. N64-Besitzer rissen es förmlich aus den Händlerregalen, was zu einem Teil an dem gelungenen Singleplayer-Modus mit der neuartigen Steuerung, dem motivierenden Missionsdesign und dem bahnbrechenden Realismus lag, aber zum großen Teil einfach auch wegen dem unfassbar spaßigen Multiplayer-Modus, der dafür sorgte, dass N64-Gamer das Spiel auch weiterhin in der Sammlung behielten, lange nachdem die Kampagne durchgespielt war. In den USA entwickelte sich GoldenEye 007 in kurzer Zeit zum Campus-Klassiker und wurde in zahllosen Studentenwohnheimen rauf und runter gespielt. Am 7. November 1997 war es dann auch in Europa soweit, wobei Nintendo sich gegen eine Veröffentlichung in Deutschland entschied. Grund war der Gewaltgrad, was aber trotzdem dazu führte, dass die Bundesanstalt für jugendgefährdende Medien aus dem Spiel einen Präzedenzfall machte und GoldenEye trotz Nichtveröffentlichung hierzulande indizierte. Deutsche N64-Besitzer störte dieser Umstand jedoch wenig. Vor der Indizierung gab es genug Vorschau- und Testberichte in deutschen Magazinen und selbst nach der Indizierung wurde hierzulande einfach über das indizierte Bond-Spiel oder Silvereye geschrieben. Kurz gesagt, in Deutschland wurde der Ego-Shooter einfach und teuer importiert. Wer konnte, fuhr über die Grenze nach Polen, Österreich oder in die Niederlande, wo es das Spiel im Handel zu kaufen gab. Und aller Verbote zum Trotz, oder genau deswegen, mauserte sich Rares Bond-Shooter auch hierzulande zu einem Riesenerfolg. Kids, Teenager und Erwachsene klebten pausenlos vor den wahrscheinlich viel zu kleinen Röhren und bekämpften sich im Splitscreen-Multiplayer, was für viele schlaflose Nächte sorgte und die Power der N64-Konsole eindrucksvoll zeigte. Damit meine ich nicht einmal die grafischen Fähigkeiten, die definitiv nicht zu verachten waren, aber GoldenEye war mit das erste Spiel, das das Potenzial der 4-Controller-Anschlüsse deutlich machte. Auch ich habe natürlich unzählige Matches gegen meine Freunde gespielt. Allein die selbstklebenden Minen werden mir auf ewig positiv im Gedächtnis bleiben. Oder die Golden Gun, die den Gegner mit nur einem Schuss ins Jenseits schickte. Aber ich mochte auch den Singleplayer sehr, sehr gerne. Einfach weil er ein neues Zeitalter für das Genre einläutete. Bisherige Ego-Shooter wie Doom, Quake und Wolfenstein waren reine Korridor-Shooter. Und ja, Turok hat vor GoldenEye gekonnt dargestellt, wie Ego-Shooter auf dem Nintendo 64 sein können. Aber Rares Bond-Shooter hatte mit seiner Atmosphäre, der Musik, den Animationen und den Missionszielen einfach nochmal eine Schippe draufgepackt und Rare ein Stück mehr in den Olymp gehoben, wo sie bis 2002 bleiben sollten. Es war ein Lizenzspiel, das aus dem Nichts kam, von absoluten Newcomern entwickelt und zeigte, dass mit genug Passion und Zeit etwas Herausragendes entstehen kann. Dabei war der anfangs von Rare verschmähte Multiplayer-Modus auf Dauer der Universal Selling Point des Spiels und sollte in allen künftigen Konsolen-Ego-Shootern eingesetzt werden. Mit seiner Idee hat Steve Ellis das Genre ein gutes Stück weitergebracht, wofür ich ihm auf ewig dankbar sein werde. So wie wahrscheinlich unzählige andere N64-Fans, denn aus GoldenEye 007 sollte das dritterfolgreichste N64-Spiel werden. In der gesamten Lebensspanne des N64 hatte sich GoldenEye über 8 Millionen Mal verkaufen können. Nur Super Mario 64 und Mario Kart 64 waren erfolgreicher, was einfach sensationell ist. Was Martin Hollis und sein Team angeht, bekamen sie innerhalb von Rare den gebührenden Respekt und wurden gleich mit dem nächsten Projekt betraut, als ihnen die Lizenz zum nächsten Bond-Spiel angeboten wurde. Und hier unterscheiden sich leider die Quellen. Einige berichten darüber, dass Hollis und sein Team sich gegen eine Versoftung von Der Morgen stirbt nie entschieden. Andere Quellen hingegen sprechen davon, dass das Team liebend gern einen direkten Nachfolger entwickelt hätte, aber die Bond-Lizenz aufgrund des Erfolges von GoldenEye so teuer wurde, dass sie Nintendo wiederum zu teuer wurde und sich EA die Rechte geschnappt hatte. Electronic Arts beauftragte Black Ops Entertainment damit, die einen mageren Third-Person-Shooter bastelten, der in keinster Weise an GoldenEye herankam.
Martin Hollis und sein Team widmeten sich hingegen einem gänzlich neuen Projekt, das ebenfalls ein Ego-Shooter werden und eine Frau als Hauptfigur darstellen sollte. 2000 sollte das Spiel als Perfect Dark erscheinen, nachdem es durch die Entwicklungshölle gegangen war und auch den Abgang vieler GoldenEye-Entwickler mit sich zog. Unter anderem Martin Hollis, Steve Ellis und David Doak. Hollis verließ Rare Ende 98, mitten in der Entwicklungszeit von Perfect Dark. Einige Monate später stand er Nintendo als selbstständiger Berater bei der GameCube-Entwicklung zur Seite, bevor er 2000 die Firma Tsunami gründete und bis 2010 Spiele für den DS und die PSP entwickelte. Steve Ellis und David Doak verließen Rare ebenfalls 1998 und gründeten mit einigen anderen Kollegen ein wenig später Free Radical Design. Und was GoldenEye angeht, das Spiel hatte einen großen Einfluss auf die Branche und zählt bis heute zu den liebsten N64-Spielen vieler Gamer. Electronic Arts und Activision versuchten einige Jahre nach Release des N64-Originals, sich die Beliebtheit des Spiels zunutze zu machen. So veröffentlichte EA mit GoldenEye Rogue Agent 2004 einen Ego-Shooter, der außer dem Namen nichts mit dem N64-Klassiker gemein hatte und auch allgemein im Vergleich zu anderen Genre-Kollegen unterging. 2010 brachte Activision das von Eurocom entwickelte GoldenEye Remake auf der Wii heraus, bevor ein Jahr später grafisch verbesserte Versionen für Xbox 360 und PS3 folgten. Ich würde das Spiel jedoch schon eher als Neuinterpretation bezeichnen, da hier vieles im Vergleich zum N64-Klassiker geändert wurde. So ersetzte Eurocom Pierce Brosnan durch Daniel Craig, den damals aktuellen Bond-Schauspieler, veränderte das Level-Design teils drastisch und packte eine Menge von Call of Duty inspirierter Action drauf, um das Spiel zeitgemäßer wirken zu lassen. Obendrauf gab es gut umgesetzte Motion-Steuerung auf Wii und Online-Multiplayer auch auf Wii. Ich mochte Eurocoms GoldenEye, aber bei der Masse kam das Spiel leider nicht so gut an wie das N64-Pendant. Umso trauriger ist die Tatsache, dass Rare selbst um 2007 rum an einem HD-Remaster arbeitete, das via Xbox Live Arcade auf der Xbox 360 erscheinen sollte. Leider kam es aber nie dazu, da diverse Unstimmigkeiten zwischen den verschiedenen Lizenznehmern der Veröffentlichung einen Strich durch die Rechnung machten. Letztes Jahr ist das Remaster jedoch online geleakt und kann via Emulation auf PC oder nativ auf einer gemoddeten Xbox 360-Konsole gespielt werden. Ich selbst habe mir das Remaster hier auf dem Kanal genauer angesehen und ein Video dazu gemacht. Schaut gern rein, wenn es euch interessiert. Aufgrund der besagten Lizenzstreitigkeiten wurde GoldenEye 007 seit 1997 nicht wieder veröffentlicht, weder auf der Wii noch auf der Wii U, der Xbox 360 oder der Xbox One. Aber das hat bald ein Ende, denn erst vor kurzem kündigten Nintendo und Microsoft an, den Klassiker digital in das N64 Online-Abo der Switch bzw. in den Game Pass zu bringen, was bei vielen Fans Freudentränen ausgelöst hatte. Die Switch-Fassung wird zudem online spielbar sein, was ich kaum erwarten kann. Auf den Xbox-Konsolen erhält das Spiel dagegen einen technischen Facelift mit verbesserter Framerate und modernem Steuerungslayout, wird aber nur im Splitscreen spielbar sein, was ich irgendwie paradox finde. Aber gut, ich hätte mir da eher die Veröffentlichung von Rares angedachtem HD-Remaster gewünscht, aber man kann ja bekanntlich nicht alles haben. Diesmal können wir uns in Deutschland glücklich schätzen, das Spiel auf Switch und Xbox zu erhalten, da die Indizierung Ende letzten Jahres gestrichen wurde. Somit gibt es auch für deutsche Bond-Fans immerhin ein Happy End. Ich hingegen bin wieder einmal überrascht, dass schon 25 Jahre vergangen sind, seit mich GoldenEye auf dem Nintendo 64 begeistert hat. Und ich bin fasziniert, wie krass sich das Genre in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat. Und wenn es um bahnbrechende Genrevertreter geht, wird GoldenEye inzwischen von vielen irgendwie vergessen, was ich sehr schade finde. Spiele wie Half-Life, Doom oder Halo werden sicherlich zu Recht genannt, wenn es um Titel geht, die das Ego-Shooter-Genre nach vorne gebracht haben. Aber man darf GoldenEye nicht vergessen. Es war anno 1997 bahnbrechend und sorgte im Alleingang dafür, dass Ego-Shooter auf Konsolen salonfähig wurden. Das darf man nicht vergessen. Zudem brachte das Spiel Standards mit, die bis heute gelten, was ebenfalls für den Impact des Spiels spricht. Unglaublich, dass Martin Hollis und seine 8 Kollegen den widrigen Umständen getrotzt und so ein Juwel entwickelt haben, als niemand so richtig an sie glauben wollte. Es ist ein Paradebeispiel dafür, was entstehen kann, wenn man fähige Entwickler mit genug Motivation und Liebe zur Materie zusammenbringt. Etwas, das ich heute öfters vermisse.
Aber genug geschwärmt, das war meine Retrospektive zu einem der wichtigsten Spiele der gesamten Videospielbranche. Ich würde jetzt gerne eure Geschichte hören. Habt ihr es damals auch mit Freunden im Splitscreen gespielt? Oder wart ihr lieber alleine im Namen ihrer Majestät unterwegs und habt für Recht und Ordnung gesorgt? Oder habt ihr es vielleicht komplett verpasst und freut euch drauf, das Spiel bald auf der Switch oder der Xbox nachzuholen? Haut in die Tasten und erzählt mir von euren Bond-Momenten mit GoldenEye. Und sollte euch das Video gefallen haben, so scheut euch nicht, dem Ganzen ein Like zu geben. Ich habe übrigens die Mitgliedschaft aktiviert. Wenn ihr also meine Arbeit hier auf YouTube unterstützen wollt, könnt ihr dies ab sofort auch in Form einer Mitgliedschaft tun oder mich auf Patreon besuchen. Danke an dieser Stelle an alle, die mich über Patreon bereits supporten. Ich freue mich jedenfalls auf eure Kommentare und bin erstmal weg. Bis zum nächsten Mal hier auf Spielewelten. Adios, euer Andi.